zusammen. Neue Woche, neues Glück. Heute mal ohne Mikro. Ich habe meinen Kopf zu Hause vergessen und somit auch das Mikrofon. Ich habe hier den 5006 nochmal vorbereitet. Wir haben nämlich noch einen kleinen Feldversuch offen. Da seht ihr schon. Ja, der Mulcher. Wir haben ja quasi noch einen Feldversuch offen, ob der 5006 hier diesen schweren Mulcher schafft. Wie ihr seht den guten Willen. Ja, ich habe es alles angebaut. Unterlenker, Oberlenker ist dran. Und die Zapfwelle passt nicht. Ne? Also das sieht man jetzt auch schon, glaube ich. Die ist einfach zu lang. Ich habe da versucht, noch weiter reinzuschieben, aber da geht auch nichts. Und ich habe jetzt auch nicht vor, die irgendwie zu kürzen. Ja? Nur für den einen Gag, weil eigentlich ist das ja auch nicht so vorgesehen, dass so ein Schlepper den Apparillo hier anhängt. Vielleicht geht's, vielleicht stelle ich mich auch einfach nur doof an, aber ich krieg's leider jetzt so nicht hin. Also so kraftvoll und so viel Power, wie die Dinger auch haben. Ich glaube allerdings, sind diese drei Zylinder auch gar nicht ausreichend. Das wäre viel cooler, wenn es sechs wären, oder? Wow, das hat aber funktioniert. Sechs Zylinder? Ihr seht es falsch rum, 8006. Ja, das ist mein persönliches Highlight in diesem Jahr. Und wisst ihr, was das Beste ist? Ich habe noch ein Stück zu mulchen und das machen wir jetzt auch. Ich freue mich. Was mir als erstes hier positiv auffällt, schöner Platz für die Drohne. Ja, das gucken wir uns alles mal in Ruhe an. Frage wäre jetzt, vielleicht weiß das einer von euch, der hat in den Papieren 8006S stehen. Heißt das, das ist jetzt schon Spezial? Der hier ist Baujahr 75. Oder ist das irgendwie schon so ein Vorläufer vom Spezial? Weil er hat ja auch nicht irgendwie alle Merkmale, glaube ich, ne, die so ein Spezial haben könnte. Na gut, vielleicht weiß das einer, tippt mal drunter, würde mich freuen. Dann kann ich auch eine vernünftige Vorstellung machen von dem. Zur Wiese, so wie immer, und wir sehen uns da gleich. So, an der Wiese angekommen. Lassen wir das gute Stück mal runter. So, und mal gucken, wir das. Der macht auf jeden Fall auf wesentlich entspannter. Hier, wenn man den mal jetzt schon allein gelohnt, wie der hier einfach wegfetzt. Ich ärgere mich jetzt gerade wirklich, dass ich das Mikro jetzt nicht hier habe. Und aber das ist der Wahnsinn. Ich mache jetzt mal, ich stelle euch mal hier hin, ihr guckt euch das mal von außen an, wie das ausschaut. Aber ich kann jetzt schon sagen, das ist der Oberhammer, ey. Der fetzt einfach nur, ey. Richtig geil. Richtig geil. Fuck, schade, dass ihr das nicht so sehen könnt, glaube ich. Egal, wir gucken zwar, ob wir es eingefangen bekommen. Viel Spaß dabei. Ich merke wieder das allseits bekannte Problem.
mit diesen Kufen. Ich muss die Kufen, glaube ich, nochmal zurückstellen, dass sie niedriger kommen. Und ich habe immer noch den falschen Bolzen, fällt mir gerade auf. Den wollte ich eigentlich nicht haben, damit ich ihn nämlich, damit ich das hier richtig einhängen kann, dass er so steil da hinten auf der Walze läuft. Weil das tut er nicht, aber ganz ehrlich, das muss für heute mal reichen. Dazu hebe ich den jetzt gleich noch ein bisschen an, ja, dass er so knapp über dem Boden läuft. Ich will ganz ehrlich zu euch sein, das macht mir so keinen Spaß, wenn ich euch nicht richtig mitnehmen kann, das Ding nicht richtig eingestellt ist. Wir haben da oben auch noch so ein, ganz hinten, so ein kleines wüstes Stück. Das würde ich jetzt mal in Ruhe machen, ohne euch. Und dann sehen wir uns in diesem Video noch, aber an einem anderen Tag wieder, wo ich den Mulcher auch noch mal vernünftig einstellen kann und wir dann hier den Rest vom Schützenfest machen. Alles klar, bis dann. Also, bis gleich. So, neuer Tag, gleiche Wiese, gleiches Gespann. Ich habe noch folgende Veränderung vorgenommen. Ich habe hier die Kufen noch mal eins höher gesetzt. Jetzt läuft es noch besser auf der Walze. Vorher war das irgendwie eine Ebene. Jetzt muss er zwangsläufig, glaube ich, auf der Walze laufen. Zudem hatte einer, glaube ich, von euch mal den Tipp geschrieben, lasst das ruhig hier in dem festen Loch, stell den ein bisschen steiler. Das machen wir jetzt auch mal. Gucken wir mal, wie das klappt. Ah, ich brauche gar nicht so zu schreien, weil ich habe ja ein Mikro dabei. Genau. Ich lasse jetzt die Drohne fliegen und dann gucken wir uns ein paar Aufnahmen an und haben auch noch ein bisschen 80.06 Sound. Viel Spaß. So. Ich fahre jetzt in dem Z2-Gang.
absteigen. Ich habe nämlich noch einen Schlüssel verloren. Zwei 19er Schlüssel habe ich nämlich dabei. So. Damit habe ich eben die Kufen nochmal korrigiert. Also der hat auf jeden Fall hier einen höheren Einstieg. Gefühlt. Als der Truck. Aber vielleicht muss ich mir auch einfach dran gewöhnen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ihr seid. Dass ich euch nicht schon wieder in den Baum fliegen lasse. Ganz klar sagen. Und ich glaube, ich habe jetzt auch die richtige Einstellung hier gefunden. Ich habe zwar gerade noch mal eine Leine gezogen, wie ihr gesehen habt, aber muss den jetzt einfach ein bisschen höher lassen, dass er wirklich auf die Walze kommt. Ihr hört's. Das war die Drohnenflugstunde. Da. So, das waren jetzt erstmal die Drohnenaufnahmen. Ich bin natürlich hier nicht fertig geworden. Nutze jetzt aber auch noch die Zeit. Wir haben ja jetzt frühen Abend. Es wird relativ zügig dunkel. Mache das jetzt hier soweit fertig. Vielleicht kann ich euch nachher noch ein Endergebnis zeigen, wenn es da nicht zu dunkel wird. Hier sind halt so ein paar blöde Ecken, wo man viel rangieren muss. Ne? Und ihr wisst ja, ich bin nicht so der Pro in Fliegen und in Fliegen und Filmen. Vielleicht gibt es zu Weihnachten ja eine neue Kamera. Mal gucken, dass wir im nächsten Jahr irgendwie auch so GoPro-mäßig unterwegs sind. Und das irgendwie hier fester installieren können oder so, dann gibt es auch ein bisschen mehr Material. Falls dir das Video gefallen hat, hier liken und gerne abonnieren. Es reißt nicht ab. Es bleibt weiter spannend und vor allen Dingen müssen wir uns hier den 80.06 nochmal von uns angucken. Also, ciao!